Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout 4. Ich bin mittendrin im Geschehen auf Raiderjagd, wie man hört. Und da hat jemand Hunger. Ich habe auch Hunger. Die läuft noch weiter und dabei kniet ihr sich langsam hin. Die wollte es noch schaffen. Die wollte noch nicht sterben. Die dachte sich, ich mach weiter. Gibt's hier noch jemanden? Hallo? Hier geht's hoch, da vorne gehst du auch hoch. Die hat im Ding gewohnt, oder was? Im Fahrstuhl. Auch geil, oder? Cool. Einfach mal im Fahrstuhl pennen. Boah, Power Level. Ich tu leveln. Nice. Hilft bei der Verteidigung von Außenposten Zimonja. Gleich. Ich bin beschäftigt. Okay, hier kommen wir raus. Dann doch mal den anderen Weg nehmen. Hallo, ich war's. Überraschung. Irgendwas Nützliches? Bis jetzt nicht. Das müssen jetzt aber die letzten zwei hier drin gewesen sein, oder? Yum yum, russische Eier. Oh, kennt ihr die Yum Yum Suppen? Oh, die sind geil. Ich voll Lust auf eine, aber ich habe keine. Traurig. Oh, jetzt bin ich rausgegangen. Naja, was soll's. Vielleicht bin ich jetzt bei der einen, die mich die ganze belästigt hat vorhin, als ich da reingegangen bin. Also. Eins, zwei. Der Idiot sich selber angezündet? Mit meiner Molotow-Cocktail. Granate. Arschloch. Endlich kann ich was kochen. Ich wollte die ganze Zeit schon was kochen. Endlich ein bisschen mehr tragen wieder.
mir was Leckeres auf der Zunge zergehen lassen. Dieser gekochte Hund. Mm. Ja, das freut mich. Jump! Da vorne ist was, da vorne ist was. Ich muss irgendwie da runterkommen. Geronimo! Ja, nein. Oh. Ha, hat fast keinen Weg getan. Das sieht nach diesem Riesengebäude aus. Jetzt habe ich nicht gelesen, wie es heißt, weil ich da von dem. Achso, das ist die Stille der Bruderschaft. Dieser Bereich steht unter unserem Schutz. Stell mal Negerküsse für deine Twitch-Gäste her. Willst du das? Willst du, dass ich für dich koche? Ich glaube, das willst du nicht. Da habe ich einen Zuschauer weniger, wenn ich das mache. Weil danach kommst du nicht wieder. Oh, hier sind wieder Feinde. Na, da. Kunda Ronnie. Warst du nicht mal vor 100 Jahren mal da? Also gefühlt 100 Jahre. Wo ich ziemlich am... Nee, du warst bei... Wo ich noch Fallout 3 gespielt habe, glaube ich. Moment. Komme ich hier nicht irgendwie hoch? War's das schon? Diese eine Kakerlake? Da habe ich ja länger Ladebildschirm, als ich hier drin irgendwas gemacht habe. Ist doch ein Witz, oder? Schau ich länger schwarzen Bildschirm, als ich den Raum begutachtet habe. Ohne Scheiß, ich habe echt diesen Bildschirm schon länger. Okay, was geht ab? Seht ihr mit mir? Ist ein gefährlicher Ort. Nimm dir genug Ausrüstung mit, bevor du aufbrichst. Oh, danke. Wenn die Pflicht naja. Ist, darf keine Zeit vergeudet werden. Dann gehe ich halt zu diesem Schrottplatz da vorne. Durch und dann hier durch. Sehr gut. Ach so, ich hätte aufs Dach fahren können. Ah, oh, wenn ich das schon sehe, was da kommt. Komm schon. Eiternde Blähfliege. Ist ja voll eklig.
Nein, trink doch nicht vom Wasser. Bist du eklig oder was? Schnell raus da! Alter, ich bin ja gleich tot. Weg da! Ich dachte, ich muss in dieses Loch, aber ich muss da gar nicht hin. Big Johns Schrottplatz. Oh Mann. Jetzt haben wir so ein Redaway rein. Oh nee. Ich führe doch schon wieder alle Nationen Krieg, oder? Redaway und Stimpak, oder? Ah! Da hat die Minigun! Zum Glück habe ich mir so viel Essen gekocht. Ich glaube, damit kriege ich ihn nicht tot. Kann ich auf die Waffe zielen? Ich bin gestorben. Komm, schieß ihn kaputt, schieß ihn kaputt. Den nehme ich jetzt auch. Jetzt kann ich nicht mehr rennen, aber scheiß drauf. Ich sollte sie anziehen. Das macht mir einfach gar keinen Schaden. Aber ich treffe auch nicht. Wie viel ist die wert? 500. Weg damit. Ja, ich hasse das. Bist du Scharfschütze davon? Ist da noch auf mich? Ah, da unten ist noch einer. Ich sehe den ehrlich gesagt gar nicht, wenn ich ziehe. Ah, ich habe ihn getötet. Ey, nein, was habe ich jetzt schon wieder mitgenommen? Was für Supermutanten-Armschützer. Aha, Geschichte eines Dorffleischverkäufers in Junktown. Erhaltet auch auf bessere Preise. Lass uns mal gucken. Ich sehe Laserstrahlen, aber ich sehe nicht von wo und auf wen. Da ist einer. Screw dich weg. Hast du von dort schon das Dampfgewehr? Nein, wo? Ich habe kein Dampfgewehr.
Leider nicht, nein. Oh, das ist echt richtig geil, dass er mich nicht angreift. Dem da? Im blauen Waggon. Das ist das blaue Waggon. Moment, irgendwas lebt da noch. Was haben wir da? Legendärer Gunner. So, ich für den keine Erfahrung bekommen. So, noch mehr. Ghana. Weißt du das? Okay, noch zwei gehen irgendwo. Okay, blauen Waggon. Ich muss in den blauen Waggon. Lass mich durch. Wieso komme ich da nicht durch? Jetzt geht's. Hallo? Seesack, schön, aber ich will diesen Munitionsding haben. Naja, scheiß drauf. Was haben wir hier? Luftschutzkeller. Ich muss da hoch. Okay. Ja, wo ist hier noch einer? Ich glaube, ich bin ganz gut. Ich höre ein Zeug, das gar nicht da sein. Jemand da? Irgendwo in diesem Gebäude ist es doch. Werkzeugkasten knacken, Sekunde. Geschafft. Tja, sowas bringen sie einem in der Grundausbildung nicht bei. Nix gewesen. Kann ich hier schlafen? Nein, natürlich nicht. Was? Du, ich kann ihn verstecken. Bereits hat aufgehoben. Ja, im Keller war richtig, im Keller. Cool. Ich bin noch nicht ganz im Keller angekommen, glaube ich. Ja. Schau mal. Moment, hier liegen zwei Leichen, die will ich plündern. Ah, da ist noch einer irgendwo. Ah, da oben. Was haben wir hier? Wirst du im Nahkampf getroffen, wird alle 60 Sekunden ein Tarnfeld erzeugt. Achso, nein, im Waggon im Keller. Achso. Toll, du Idiot, wegen dir kann ich jetzt nicht. Damit meine ich mein Kumpel nicht dich. Kann ich handeln?
Jetzt muss ich irgendwas wegwerfen. 19. Weg damit. Waggon, ich muss gleich in den Waggon wieder. Nein, noch keine Rohrzange, wieso nehme ich den mit? Wo ist die Scheiße? Da. Fast. Das wär's. Gut ist die 111. Ich komme. Ach so. So war ich doch richtig da hinten. Ich muss das Kabel dahinter verfolgen. Und das führt mich hier hin. Vorne war irgendwo ein Schalter. Der da vielleicht? Nee, dann doch mal. Was bringt das, dass ich das hier bewege? Auf jeden Fall habe ich jetzt irgendwas eingeschalten. Schauen wir mal. Da lang. Jetzt könnte ich vielleicht da rein. Wenn es der richtige Schalter war. Toter Hund. Asche. Mein Kumpel ist schon ein Arsch. Passt. Ah, da bist du ja. Hey, bereit. Wechselst du die Ausrüstung? Weg damit. Ja, du kannst doch sicher noch ein bisschen was tragen. Na, na, na. Vielleicht krieg ich ein neues Gewehr und du kriegst es nicht. Jawohl, ich komm rein. Cool. Was für ein schrecklicher Geruch. Gleisgewehr. Ups. Schaden 240. Ich habe noch ein paar Schuss. Was für Munition brauche ich dazu? Bolzen. Big John Safe Schlüssel. Boah. Du
stehst mir im Weg. Was haben wir hier? Jetzt habe ich seinen Safe-Schlüssel. Ist der Safe auch hier drin? Vielleicht in einem Kühlschrank? Nee. Der ist bestimmt irgendwo auf dem Schrottplatz versteckt, oder? Der blöde Safe. Mal schauen, jetzt muss ich jemanden mit dem Gleisgewehr abballern. Ja, wo hier habe ich doch meinen Hund gesehen. Ich soll damit was abballern. Eins Zuggeräusche. Bist du? Hey. Nimm Proviant mit. Sonst musst du am Ende noch nicht fragwürdige Sachen essen, um am Leben zu bleiben. Hi. Kommt nur man hin. Hat nicht lass gelebt, dich euer Leid bevor beenden. Nicht hat. Das ist lass keine Totalschen am Leben. Naja, geh ich mal dahin. Da ist irgendwas noch, was ich nicht entdeckt habe. Sind überall geschossen? Wo schießen die schon wieder? Ah, da oben. Von hier kommen Schüsse zurück. Das heißt, hier sind Feinde. Der hat's überlebt. Was ist mit ihm los? Nee, Holzbalken. Warte. Ah, ich sterbe. Ein Holzbalken. Moment. Muss noch einen finden. Na, na, na. Oh, nein. Weg da. Bin ich. Es gibt ein paar Headshots von mir. Oh, was mache ich jetzt mit dem Ding? Denn? Bam! Da hat man einen Nagel im Gesicht gehabt. Speicher und dann. Was ist das schon wieder? Fat Man. Holzbalken, das ist doch ein Holzbalken, oder? So. Was kenne ich? Die Bruderschaft verwendet in Kriegszeiten ähnliche Rückrufnachrichten. Oh nein. Weg da! Dies ist eine Notfallmeldung an alle Armeesoldaten im Commonwealth. Notfallprotokolle eingeführt. Exklusiv 9 sind in Kraft. Wir geben sich bei Problemen mit dem Militärkontrollpunkt Südbosten. Die Koordinaten finden Sie in Ihrem Reichweite. Keine Bolzen wieder einsammeln? Komm schon, ich sehe ihn doch genau hier.
Powerrüstung meine. Zutritt nur für militärisches Personal. Aus Gründen der nationalen Sicherheit werden Zivilisten und nicht der Armee angehörenden Familienmitglieder abgewiesen. Remaining? Nö. Ich wiederhole. Cool. Spielstand gespeichert. Jetzt ja. Dies ist eine Notfallmeldung an alle Armeesoldaten im Commonwealth. Notfallprotokolle 17 Echo Charlie 9 in Sitzkraft. Begeben Sie sich bei Problemen bitte zum Militärkontrollzentrum in Boston. Die Koordinaten finden Sie in Ihrem Leitfaden. Ah, sagen Sie, Sturm, Patron. Schusswaffe, außer da 15 Meter Schaden. Dieser Kontrollpunkt wurde als Unterdruck. So. So, ich beende hier mal die Folge. Dieser Militärbasis. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir schalten auch in der nächsten Folge wieder ein. Ciao.